Und bin mal gespannt, wie das läuft. Triple H hat mich ja jetzt mal bemerkt, ja. Wir könnten uns jetzt quasi anmelden für eine andere Rangliste, wenn ich das richtig sehe. Weil ansonsten werden wir hier wahrscheinlich sehr schnell lange haben. Ich könnte die betreten, genau. Ich kann mich auch direkt für den World Title anmelden, sehe ich das richtig? Weil hier steht beitreten. Ich guck gerade mal, wo so die verlockendste Liste ist. An Contendern. Die ist aber überall nicht verlockend. Ohne Scheiß, ne? Hier würde ich mich auf Matches freuen mit Cesaro. Hier würde ich mich auf Matches freuen mit Dolph und Pack, Neville. Da will ich überhaupt nichts zu tun haben. Naja, und hier sind wenigstens ein paar dabei, die ganz interessant sind. Hauptsache Ryback ist in der Kackliste, obwohl er Champ ist. Ja gut, also noch möchte ich es nicht direkt machen. Noch nicht direkt. Also, naja, jetzt sofort Champ werden und dann abhauen. Das ist irgendwie nicht so geil. Ich habe mal wieder ein paar TP, die ich ganz dringend verballern muss. Und zwar absolut so wie so in Stärke oder so. Ach, ganz ehrlich, das ist viel zu teuer, Mann. Ich muss aber demnächst aufsteigen, weil sonst komme ich hier überhaupt nicht vorwärts. Ich mache noch einen Monat als Champ oder so. Und dann egal. Ich werde mich garantiert nicht für den US-Title anmelden, bloß wegen scheiß Cena. Ganz ehrlich, vergesst das. Was wir bräuchten, wäre auf jeden Fall Griffoffensive. Mein Gott, schaut euch das mal an, wie wenig Punkte, Mann. Reversal-Offensive. Mein Gott, das ist alles viel zu teuer, ganz ehrlich. Ich bräuchte eigentlich eh nur Griffoffensive, ne? Ja, ganz ehrlich, scheiß drauf. Pack's in die Griffoffensive, damit wir irgendwie mal Schaden machen. Das geht ja sonst gar nicht vorwärts. So. Und wer war das jetzt gerade? War es Zack Ryder oder so? Ist das so? Ja, tatsächlich. Zack Ryder. Weil nachdem wir ja hier noch nicht mal Main Event kommen als Champ, ist mir das auch irgendwie bei NXT dann wahrscheinlich längerfristig zu blöd. Ne? Ah, der Pokémon-Profi ist auch zurück. Yes, dankeschön. Dankeschön, lieber Pokémon-Profi. Für deinen Resub. Hab aber nicht gelesen, wie lange. Hab ich das verpasst? Stand es überhaupt da? Vielleicht spackt Twitch noch. Ich habe zumindest nichts gelesen, oder? Ah! Hä, ist die Serie unterbrochen? Warst du länger als 2 Wochen kein Subscriber? Echt? Oh. Oh! Das ist aber schade. Egal, komm, wir kommen zurück. So, schöne Musik hier im Hintergrund, während wir auf die Ladezeiten warten. Oh, Webby macht einen Punkt. Oh, der Turbonator subscribe zum 2. Mal Folge. Dankeschön, Turbonator. Dankeschön. So, wir sind in Zürich, Schweiz. Guck mal, wir sind in der Schweiz. NXT in der Schweiz, jawohl. Und was ist denn jetzt schon wieder? Jawohl, da ist er, der Champ. Der göttliche NXT World Champ. Und da ist Finn Balor. Und voll auf den Titel wieder. Was natürlich auch Sinn macht, weil gerade war es Kalisto, jetzt ist es Finn Balor. Macht doch alles Sinn, oder? Oh, shit. Macht doch Sinn, oder? Ich meine, warum sollte es auch nicht Sinn machen? Gerade war es Kalisto, jetzt ist es Finn Balor. Darf jeder mal einen Champ, oder? Jeder darf mal den Champ angreifen. Hier macht es wenigstens endlich mal Sinn, dass die Faces den Heel-Champ angreifen. Meine Fresse. Ja, der vermöbelt mich jetzt hier, weil ich überhaupt nicht ins Match komme. Und ich darf noch nicht mal kontern. Was ist denn das für eine Logik? Ich darf nicht mal kontern. Ach, fuck you. Jo, das wird mich jetzt natürlich fertig machen. Boah, jetzt reicht's. Tschüss. Nein, wo schlägst du hin? Fuck. Na klar, mit dem Tritt ist vorbei.
Klar, tritt in Ma... Tritt... Nee. Du sagst es, da fuck. Please join me in welcoming my guest tonight. Let's talk about Finn Balor. He ambushed you during your own match tonight. What did that mean to you? That was cute. Does he really think he can get me riled up by attacking me like that? He's still beneath me. Enough said. There is a lot of tension brewing between you two. What's going on there? I don't think there's tension at all. Sure, we've crossed paths, but that's it. My mind is focused on the WWE Championship, nothing else. There you have it. Back to you guys. Also, er redet schon vom WWE Championship, ne? Ganz klar, oder? Das macht natürlich Sinn, meine lieben Freunde. Klar. Einfach so ist dann, ja, NXT-Champ geworden und instant reden wir hier vom World Title, vom größten natürlich. Und ich glaube, da werde ich mich auch gleich hinmachen, weil, ja, wie gesagt, ein Monat bei NXT mache ich jetzt noch rum. Und dann, ja, reicht's auch. Bloß keine Fehde mit Finn Balor anfangen. So, und Kevin Steen. Calling. Schon wieder. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Okay, passt auf, meine lieben Freunde. Wir machen diesen Monat noch rum, dann melden wir uns instant für den WWE Championship an. Und dann gewinnen wir den. Und dann lasse ich die Carry Modus sein, das ist mir einfach zu blöd. Dann starten wir Universe, egal wie weit ich mit den Cores bin, weil ganz ehrlich, weißt du was, Kevin Steen? Weißt du was? So, das ist mir zu blöd. Mano a mano, meine lieben Freunde. Fotze. Nachdem mir jetzt hier nicht Vicky Guerrero immer kommt mit, das war ein tolles Match, würde ich sagen, fuck it. Ich zeig ganz klar, wer hier der Chef ist. Scheiß auf Kevin Steen. Welcome back to the Alter, show. Ich hab mehr Interviews als Matches. Yes tonight. Let's talk about what happened out there tonight. The authority has been very active lately. Do you have any thoughts on them? The authority runs this place. And I'm glad they do. Without them, the WWE would fall into pieces. If they ever need more help, I'm here. They just better throw something my way, if you know what I mean. Thanks for the time. Back to you. Was ein Interview, ey. Oh, sehr schön. Naja, klares Zeichen gesetzt. Ich vertraue Triple H, der macht das. Ohne ihn läuft hier gar nichts. Triple H ist mein Mann. Und Triple H ist auch der Mann, der mir dann helfen wird, den World Title zu gewinnen. Ganz einfach. Ganz einfach, meine lieben Freunde. The authority is es. So, ja, ein schönes Bild. Der NXT Champ. So, wir haben also quasi in den letzten 3 Wochen gab's. Nee, also in den letzten 2 Wochen, in den letzten 4 Episoden gab's ein Match, 2 Eingriffe und eine DQ. Läuft. Dann kommt jetzt natürlich Finn Balor hinterher und will natürlich so ein Match. Ich glaube, das machen wir sogar. Einfach nur, weil er mich attackiert hat, das Arschloch. Den werde ich jetzt fertig machen. Haha. Ich werde euch fertig machen, das sage ich euch. Was ist denn bei euch hier los? Ist jetzt Hausception oder was? So, Barney, du hast jetzt 2 Punkte verloren. Ran an den Speck.
Wobei an Webster ist ja nicht viel dran, wa? komm, ab geht's. Machen wir das Match. So. Geil, Mann. Das hier ist ja spannender als alles andere. Ja, gut. So! Auf geht's, Finn Balor. Oh, fuck. Ja, Time for Talking ist vorbei. Was wird denn das? Okay. Finn Balor spielt hier so ein bisschen mit mir, habe ich das Gefühl. Jockeying for position. Trust me, Michael. There's nothing routine about this. The sooner you can get an advantage over your opponent, the better. As we watch Finn Balor, let's get your take on him. Definitely looking confident in this one-on-one environment. That's a good sign. Okay, Finn Balor hat sich auf, ist ja auf jeden Fall mal beim Chain Catch. Ist ja on the top. Ja, ist ja gut. Jetzt rangel nicht so viel mit mir hier. Jo! Wie er mich wegwirft, Alter. Und dann crawl ich back, als hätte ich Angst. Was ist denn das hier für ein Verhalten? Okay. Finn Balor habe ich aber auch immer das Gefühl gehabt, der ist, das ist kein schlechter Gegner, ne? So, Stump des Todes. Cover. Hätte ich eigentlich machen müssen, wa? Jawohl, Baby, verkackt. Komm, break ihn. Barney. Zu Black City. Jawohl, Barney. 2 für Doppel 10. Und Doppel 5. Ja! Göttlich, komm, Barney vor Halbfinale, Mann. Oh, geil. Oh, fuck. So, out of nowhere war das. Oh, was ein Throw Thrust. Nice. Ich liebe diesen Move. Boah, ganz ehrlich, ich freue mich mittlerweile so sehr auf den Universe-Modus, ne? Nach diese Karriere-Modus. Ich bin so gespannt, was passiert, wenn wir erstmal tatsächlich dann im Main-Roster sind. Ich befürchte leider, das wird genauso schlimm. So, und jetzt kommt Webster mit dem neuen Data. Würde ich lachen. Ach, schade, ich dachte. Oh, das war mir auch Interesse. Und Webby, buh, schon beim 4. Dart. Ach so! Gar kein Konter mehr. Und German Suplex. Da denkt er sich, ja, wenn du Suplex City verteilst, verteile ich auch welche. Ah, schöner Snap-Drop. Was wird das denn? Was wird das denn? Du, bin ich voll dafür. Das gibt mir hier eine Menge. Ah, du Lappen. So, jetzt reicht's in Baylor. Jetzt haben wir genug hier. Oh mein Gott. 161er Finish. Ja, da muss der Webby grinsen. 161 Finish für Barney. Ein Gott. Heilige, so freue ich mich, den Barney wiederzusehen. Mann, das war ja kein gutes Jahr bisher, aber das, heieieiei, mega Finish, Mann. Oh, oh. Nein! Oh. Oh, Finn Balor könnte jetzt hier für die erste Niederlage als Champ sorgen. Great match here, but if you missed any of the matches from this week, go to WWE.com to catch up on all the action. Schauen wir mal, ob wir da nochmal irgendwie reinkommen ins Match. Oh, you're right, Cole. Finn Balor is a global phenomenon. Oh, weißt du, hier comes the pain. Ja, das war storyline-technisch, war es immer großartig, aber so heute betrachtet, die Matches sind halt schon auch ziemlich. Oh. Also, die machen langfristig auch keinen Spaß mehr. Leider Gottes. Sonst wäre ich da schon längst dran, aber die Matches sind halt auch alle, weißt du, da dauert ein Match 2 Minuten, wenn du die Gegner einfach nur tötest, das ist ein reines Reversal-Massaker. Und leider gut ist das nicht, ne? Gameplay-technisch. Storyline-technisch war es großartig, aber Gameplay-technisch ist Here Comes the Pain rückblickend betrachtet schon, boah, auch sehr anstrengend.
So, noch ein paar Elbows, ich weiß nicht. Ich glaube, Finn Balor hier zu besiegen dürfte sehr schwer werden. Tremendous gladiators here in WWE. Some of the best superstars that WWE have to offer. Oh, out of nowhere. Oh nein, wird das der Coup de Grâce? Could be feast or famine. Coup de Grâce! Nein! Oh! Du Lappen! Nice, das sind wir doch tatsächlich ausgewichen. Was mir aber gar nicht gefällt, bloß weil wir jetzt ausgewichen sind, haben wir ja quasi einen Finisher weniger. Weil wir den halt, weil ich den Signature nicht mal mehr machen konnte. Schade. Hätte ich den ein bisschen früher gezeigt, den Signature, dann hätte ich jetzt zwei Finisher gehabt. So. Danke, Barney. Wieder Break. Perfekt. 9-4. Perfekt. Mann, der Junge hat da richtig Interesse. So, machen wir ihn fertig. Vielleicht haben wir doch noch eine Chance. Ouch. After a move like that, he's gonna need to see a chiropractor or a spine specialist. Oh oh. Da gab's ganz gut. Scheiße. Oh! Oh! Scheiße. Oh, er wartet so sehr, dass er den Comeback doch noch zeigen kann, aber ich sag nein! So nicht. Komm schon. Oh, das Match ist richtig gut. Also ein sehr starkes Match gerade. Haben wir hier eine Chance, Leute? Haben wir hier eine Chance? Es war Avada Kedavra. One, two. And he breaks the cover, forcing the referee to stop the count. Well, that's just not enough to get the job done. Just when you thought it was over. Wow. Oh, da gibt's halt eben. Totally vulnerable at this point. He's pulling out all the stops tonight. Oh, das war eigentlich ein richtig geiler Konter. Zugegeben. Aber dann kommt eben der Dragon Suplex. Komm, jetzt mal Schluss. Wow, he's still down after that. So. Können wir jetzt sie besiegen? Ja. Komm schon. Psycho Driver! Komm vorbei, Schluss. Los. Yes! Es sah danach aus, als würden wir dieses Match verlieren, aber der einzig wahre Champ hat das ganze Ding nochmal gedreht, Mann. Und wie? Was ein Match. War echt gut, muss ich sagen. Das war ein richtiges Hin und Her. Nice. Perfekt, Mann. So stelle ich mir das vor. So wird das gemacht. Richtig stark. Richtig stark. Impressive. Impressive. So muss es sein, meine lieben Freunde. So muss es sein. Finn Balor, der Champ, ungeschlagen. Herrlich, Leute. Herrlich. So muss das sein. Schöne Sache. Damit kann ich arbeiten. Kein Interview. Ich bin begeistert. So, der Rest des Abends ist dann auch eher so unspannend. Läuft. Und Superstars. So, es kann ja nur einer von zwei sein. Ja, yay, wieder Kevin Steen. Bin ich froh, dass ich nach dem Pay-Per-View verschwinde.